Dicker! Oh, was zum? Eine große Zigarette! Mischievous! Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel 5 Euro kostet? Ey, geil, ich schieße ihm trotzdem gerne in den Po. Kannst du aufhören, das Ganze zu sagen? Kannst du bitte aufhören zu reden? Er ist tot, er ist tot! Yes! Mhm, wir diven direkt weiter rein in die nächste Welt. Autumn Woods. Autumn Woods! Okay, wir sind so rangezoomt an irgendeinem Clipart. Cool. Samurai Lion! Okay, ich hoffe, die neue Gun, die Kaktus-Gun ist gut. Die Kaktus-Kanone, sorry. Was zum... Okay. Ah! Aha, cool, cool, cool. Er dasht also zu mir hin. Okay. Okay, er dasht die ganze Zeit nur. Das ist Stock-Sound. So. Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin kein Fan von der Kaktus-Gun. Ich weiß nicht, wozu braucht man Piercing-Shots in diesem Game? Habt ihr eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, okay, ich schätze, sie macht mehr als die Bienen-Gun, aber... Ich habe vielleicht lieber den... die Eierkanone mitnehmen sollen. So, nächste Phase. Zeig mir was Krasses. Oh Gott, nein, zeig mir nichts Krasses. Was ist das? Was soll das? Was macht der? Was hat er vor? Er fliegt! Warum fliegt er? Ich habe Angst vor fliegenden Objekten. Ah! Ah, Hilfe! Ich habe seine Hitbox nicht, aber ich habe Angst vor seiner Hitbox. Ist bestimmt riesig. Okay, jetzt watschelt er nur. Fliegt er jetzt wieder? Oh, fliegt wieder. Oh mein Gott, er fliegt wieder. Aua, ey! Der hat mir jetzt nicht ernsthaft wehgetan, oder? Doch, das hat er. Das hat er. Ja, ich habe die falschen... Danke! Falschen Waffen ausgerüstet hierfür. Mist. Ist aber egal, jetzt kommt direkt die nächste Phase. Na komm. Er fliegt, er hebt ab. Ich zählt ihn am Boden. Was? Der spammt hier überall so Schuriken hin. Wie soll ich da überleben? Hä? Was? Gameplay, meine Damen und Herren. Kann ich mir so viel Schaden anrichten, dass er gleich nicht mal in seine andere Phase kommt? Das wäre nice. Oh, er ist direkt schon in der nächsten Phase, okay. Aber die Phase verstehe ich nicht. Er spammt seine Schuriken. Wie willst du das ausweichen? Wie willst du ihm ausweichen? Hä? Wie weichst du dem aus? Das verstehe ich jetzt nicht, die Phase. Was mache ich hier? Was mache ich? Was war das denn? Aua. Ich gucke das jetzt online nach. Ich habe keine Ahnung, das sieht für mich unmöglich aus. Alter, ich habe mir gerade angeschaut, wie man dem ausweicht. Ihr werdet es nicht glauben, es ist so dumm. Ihr würdet denken, ja okay, du dashst durch. Nein, es ist ganz anders. Oh, jetzt ist es wieder so unangenehm. Es war gerade so angenehm, nicht dieses Spiel mehr anschauen zu müssen. Mit den ganzen Clippern und alles, was einfach nicht in das Spiel reinpasst. Aber jetzt... Diese 2 Minuten, wo ich kurz rausgetappt war, das war so schön. Anyways. Ah, geil. Okay, hier riskiere ich lieber nichts. Bei der Phase, sonst werde ich von dem geschlachtet. So, ich zeige euch jetzt, was wir hier machen sollen in der Phase. Passt auf, ihr werdet es mir niemals glauben. Ihr müsst hinter ihm bleiben. Und dann, passt auf. Genau da, wenn er sich umdreht, drehen sich seine Waffe, was er da schießt, genauso um. Habt ihr ja schon gesehen am Anfang der Folge mit der Bienengun. Und das gleiche zählt auch für Gegner. Und nur so kannst du ihm ausweichen. Ist das so intended? Wenn ja, das ist kein gutes Gameplay-Gimmick. Das ist keine gute Gameplay-Mechanik, Junge. Was zur Hölle? So weichst du ihm aus. So gewinnst du das. Aber okay, jetzt wo ich es weiß, der Boss ist verdammt einfach. Also wirklich. Also. Warum war die erste Welt so viel schwerer als 2 und auch hier 3? Ich dachte gar nichts, Mann. Ich dachte gerade, ich hätte so direkt Pixel in meinem Bildschirm, aber nein, es sind so überall so schwarze Pixel überall. Oh Mann, ich hab schon gedacht, ey. Okay. Weiter. The Monkey Doodle Doo. Au! Hä?
Okay, AFI4, was geht ab? Okay, bei dem kann man einfach drüber springen, wenn du einen Full Jump machst. Kann er, hier, seht ihr? Zack, zack. Es gibt auch einen Full Jump. Ja. Ich kann alle Affen angreifen. Muss ich ja alle Affen eins. Das wäre mal ein cooler Boss, wenn ich mal alle Affen eins umbringen müsste, oder? Das wäre doch meine Idee. Na, ich kann hier nicht springen. Hm. Wie weiche ich dem am besten aus? Weil das Überspringen funktioniert nicht immer. Achso, weil das seine Hitbox manchmal. Nee. Oder? Banana Guy. Hä, wie habe ich das vorhin gemacht? Wie bin ich denn vorhin ausgewichen? Wie habe ich das gemacht? Jetzt. Hä? Wieso klappt das nur manchmal? Was? Okay. Und vielleicht länger warten? Nee. Hä? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Doch, vielleicht schon länger warten? Manchmal kann ich drüber springen und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Woran hängt das ab? Woran hängt das? Wovon hängt das ab? Dass ich drüber springen kann und nicht? Na, schon wieder. Was habe ich jetzt anders gemacht? Keine Ahnung. Aber die Musik geht richtig auf die Eier. Das geht richtig auf die Nerven, Junge. Warum ist dieses Banana Guy auf seinem T-Shirt so extra angefertigt worden? Also warum ist das so in jedem einzelnen Frame nochmal ganz zum Schluss reingepastet worden? Seht ihr das? Ich finde das super, dass er am Anfang kurz gar nichts macht. Ah, danke, danke Steam. Dass der Controller sich nicht verbunden hat. Danke. Danke Steam. Vielleicht brauche ich Anlauf? Ich glaube, ich brauche Anlauf. Das ist es. Nee. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es was damit zu tun. Gibt es sowas in diesem Game? Keine Ahnung, aber es scheint ein bisschen mehr konsistent zu funktionieren, wenn ich Anlauf nehme. Was? Ja doch, mit Anlauf funktioniert es ein bisschen mehr konsistent. Ja, und dann sage ich es und dann funktioniert es nicht. Ist ja, naja. Mhm. Was machen die? Was machen die? Die werfen uns doch jetzt nicht runter. Mann, ich komme da nicht durch. Ich würde es gerne wissen. Ich würde es wirklich gerne wissen. Warte mal, ich kann zwischen den Affen springen. Hilft mir das irgendwie? Nee, aber ich kann's. Warum bouncen die eigentlich die Eier? Hab ich auch gerade zum ersten Mal. Hä, warte mal, auf der rechten Seite macht er einen höheren Sprung als links? Und bin ich gerade komplett dumm. Ich check's nicht. Last Minute zu springen hilft irgendwie auch. Seht ihr das? Wenn ich Last Minute springe, also ganz am Ende, kurz bevor mich trifft, dann weiche ich ihm aus. Wie funktioniert das denn? Ich checke gerade die Sprungmechanik einfach nicht von diesem Spiel. Einfach die Standardmechanik verstehe ich hier nicht mehr. Ich check's nicht. Was machen die jetzt eigentlich? Hab ich noch gar nicht gesehen, ne? Ah, die schmeißen einfach nur runter, okay. Ja. Okay, ich schmeiß einfach nur die Barrels immer runter. Ja. Unlucky. Dicker! Ich hasse die Musik, ich will sie ausschalten, ich kann sie nicht mehr hören. Du bist ja der schlimmste Boss. Einfach nur, weil ich nicht checke, wie ich springen kann. Bei dem Boss springst du anders, habe ich das Gefühl. Seine Hitbox ist so ein Stück zu weit oben. Du kannst nicht ausweichen. Und ich kann auch nicht aus der Mitte hiervon ausweichen. Du kannst ja nicht ausweichen. Du kannst hier auch nicht ausweichen. Oder? Oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, die Barrels hätten eine Collision. Haben sie nicht. Okay, das geht auf meine Kappe. Trotzdem ist das richtig dumm gemacht, wie man hier springt. Aber ich kann einfach über ihn drüber springen. Ich dachte, die Barrels hätten eine Hitbox, weil sonst haben sie doch auch eine Hitbox. Sonst tun sie mir doch auch, wenn wir sie runterfallen. Also, come on. Das ist doch nicht dumm von mir, oder? Okay, vielleicht ein bisschen. Das ist der verschollene Kong-Bruder. Den niemand mochte. Das ist noch schlimmer als Lanky und Kitty. Also, den mochte gar keiner. Oh nein, jetzt bewegen die sich. Jetzt ist es schwieriger, rumzuspringen. Jetzt würde sich bewegen.
Wie die Zappe. Lustig, wir sind so lustig. Das war aber richtig gut jetzt. Jetzt, wo ich das weiß, Alter. Geil. Okay, sehr gut. Bitte lass die Musik endlich enden. Ich kann sie nicht mehr hören. Was machen die jetzt? Was machen die Monkeys jetzt? Und? Ich hatte jetzt einfach nur schneller. Das ändert sich gar nichts, ne? Also, bis dass ich. Ah, Banane! Er schießt eine Bananengun! Habt ihr es gesehen? Er schießt die Bananengun! Oh, oh, wir würden die Beschrei schalten, das wäre so cool! Komm schon! Spiel, mach eine coole Sache! Lass mich. Aua! Lass mich die Bananengun freischalten! Komm schon, ich würde mich freuen, ja? Über dieses Trash-Game, wenn ich mir den Bananengun erhalten darf. Ich würde mich freuen. Ah, Mist, jetzt traurig gerade. Egal, passt, hab gewonnen, ist egal. Ja, Boss ist einfach, wenn man weiß, wie man es macht. Dann ist es einfach. Wie meisten Bosse im Game. Nicht alle, aber die meisten. Ernsthaft, keine Ball. Ich bin enttäuscht. 0 von 10, unplayable. Ist das zumindest das letzte Level? Nein. Nein, nein, das ist nicht. The Dancing Bear! Ah, was so schnell! Alter! Junge, was ist mit der Sonne da oben los? Soll das eine Sonne sein? Das kann doch eine Sonne sein. It's not a son of ours. Junge, oh mein Gott. Seht ihr die Schildkröte? Oh mein Gott, da schießt mich ab. Seht ihr die Schildkröte da? Oh Mann. So, das ist wie jeder einzelne Boss. Er geht von links nach rechts und dann von rechts nach links. Und dann macht er vielleicht einen Partikel und dann geht's auf alle los. Und ihr seht vielleicht oben bei der Leiste, die geht bei mir, bei meiner Seite noch viel, viel weiter nach da. Noch viel, viel weiter. Und auch da, je nachdem, wie rum das hier ist, gleich Spiegelung alles, aber. Ja, das ist so fast die Hälfte seiner Leben, die erste Phase. Was macht er jetzt? Er zieht die Klamotten aus! Hä? Was ist das jetzt? Hör, was zum? Eine große Zigarette! Ah! Es donnert von der großen Zigarette! Freunde! Niemals rauchen, sonst passiert das mit euch! Aus, ihr wollt das vielleicht? Ihr Weirdos! Junge, die ganze dieser Donner-Soundeffekt reicht jetzt auch mal! Letzte Phase, was macht ihr jetzt? Ja? Hallo? Flugzeugabsturz! Aber hier seht ihr das mit den. Oh Gott. Skelette. Die überhaupt nicht reinpassen vom Arztteil. Sehr geil. Sehr cool. Gefällt mir. Hat einen schicken Hut. Einen richtig schicken Hut, du. Cooles Skelett. Kranker Final Boss hier. Krank. Absolut krank. Absolut crazy. Oh, oh mein Gott. Was? First try. Was? Oh mein Gott. Wow. Ja, aber habt ihr gesehen mit den Bienen so? Ich hab die noch da geschossen, dann als ich mich umgedreht hab. Zoom. Das meinte ich. Lightning Rod! Charge Rift! Was? Charge right in with this gun that shoots lightning. Hold the attack button to increase damage. Gedrückt halten für mehr damage. Okay, das ist. Okay. Okay, cool. Dann schauen wir mal. Vorletzte Gun. Cool. Für Elise, aber für, nicht für. Das Ü fehlt. Das Ding, das soll es heißen, das ist fertig aufgeladen. Ja. Achso, ich muss kommentieren. Ah ja, hey, das ist Tommy the Tiger, aber bei ihm läuft nicht mehr so gut, deshalb ist er jetzt hier gelandet. Lass mal ein F da in den Kommentaren für Tony the Tiger, was auch immer mit ihm passiert ist hier, der Arme. Hä? Wir sind wieder bei Goopy Le Grande. Daneben. Aua. Kann auch spammen für Medium Damage. Eigentlich bist du die beste Waffe. Ich kann die spammen. Ganz oft drücken halt. Und sonst gedrückt halten für mehr Damage. Klingt gut. Ah, es geht. Und dann kann ich aufladen. Okay.
ändert nichts am Schaden. Erst wenn es Ding-Dong macht, macht schon maximal Schaden. Danach ist noch der eine Soundeffekt, der einfach nur weiter abgespielt wird. Ja, das hier muss einfach nur konzentrieren, einfach nur aufpassen, wie er springt, das war's. Immer vor ihm stellen auch am besten. Dann verringert das die Chance, dass er dich trifft. Ich würde eigentlich denken, dass er bei Bram aufgeladen ist, aber er ist schon viel früher aufgeladen als das. Was gut für mich ist. Ah! Ach du Kacke. Das war's. Ah, okay, er bewegt seinen Körper nach oben. Also ich muss eigentlich schon die ganze Zeit springen. Hä? Das heißt, die zweite Phase ist viel schwerer als die erste, die dritte. Warte, der Boss ist voll einfach eigentlich. Ich übe halt hier nur gerade meine neue Waffe. Boah, das tut aber langsam auf den Fingern weh. Oh, was? Wie ist das ja jetzt schon in der Phase? Warum hat das mir... Hä, die Musik! Ich merke das jetzt! Das ist für Elise, die Musik. Ah, sorry. Für Elise. Steht da ja. Steht da für Elise. Warum ist das Spiel nicht professionell gemacht? Es hat eine coole Idee, aber es ist Trash. Es ist Trash. Ja, es ist Trash. Warum ist das Spiel nur so Trash? Wer hat den Tag programmiert? Selbst Inky hätte das besser machen können. Ach komm! Die Hitbox ist so dumm bei dem Vieh. Na Mist, ich dachte, er verwandelt sich noch viel früher in seine Phase, wie vorhin halt. Tja. Selbst wenn ich denke, ich kann das Spiel predikten, kann ich es nicht predikten. Ich hab bad RNG, Mann. Hä, wieso? Ich glaube, wenn er anfängt zu springen, wird seine Hitbox größer. Wieso bist du so traurig? Kannst du jetzt bitte sterben? Ich will kein Mozart mehr hören, bitte, reicht jetzt. Ist gut jetzt. Ist jetzt gut, ja. Brauch mal eine Auszeit hier, bitte. Komm, letzte Phase, die war ja extrem einfach. Das ist die Phase. Freunde, das ist die letzte Phase. Nach dem Soundeffekt einfach springen. Das war's. Wetten, ich werde jetzt trotzdem nur sterben. Wieso bin ich durch die Map gefallen? Also nicht Map, sondern durch den Boden gefallen gerade. So, sterb jetzt. Ist jetzt gut. Hast verloren, gib's auf. Damit haben wir Tony the Tiger erlöst von seinem grausamen Schicksal. Er schreit schon so. Es ist vorbei, Tony, es ist vorbei. Genau wie dieses Video vorbei ist. Was? Es ist noch nicht vorbei. Ja, aber... Ich muss weiterspielen. Okay. Ich schätze, dann spiele ich halt weiter. Hey, die Welt hat noch einen Boss. Hey. The Big Bad Wolf. Also Wolf. Oh Mama, was ist denn mit dir passiert? Okay. Also es ist der gleiche Bosskampf wie immer. Ah, die kann ihre Hand nach oben bewegen. Macht sie dann... Hat sie dann eine höhere Hitbox oder wie? Keine Ahnung. Warum sind an den Seiten Stacheln? Soll das so Wände darstellen? Oder wie? Sind wir in so einer Arena? Was, wenn sie die ganze Zeit gegen die Stacheln bauen, tut das nicht weh? Was macht jetzt eigentlich? Neue Phase. Oh mein Gott, Kasutsuki Kick! Das war ein Mann! Gut for him, I guess. Ah, Mist. Ja, okay. Ich weich lieber aus. Ja, okay. Es ist ein extrem einfacher Boss. Extrem einfach. Ich frag mich, ob das Spiel Run-and-Gun-Level gebraucht hätte. Also, ob das Spiel gut wäre oder ob die Run-and-Gun-Level generell gut wären in so einem Spiel. Ich kann mir das schon vorstellen. Andererseits, ich mochte die Run-and-Gun-Level in Cuphead nie. Warum wechselst du heute? Ich weiß es nicht. Mischievous. Hey, was soll... Hey, 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 was war das? Was war das? Hey, 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 hey.
Ach, das saugt mich erstmal ein und dann wieder aus. Ah, verstehe. Okay. Easy, easy Boss. Der freaking Kasuski-Kick aus dem Nichts, Alter. Na, Mann. Blöd. Ich brauche die Leben für die letzte Phase, die ist schwer. Die muss man erstmal auswendig lernen, I guess. Na. Ja. Hä, wieso bleibt der jetzt in der Ecke stehen? Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich bleib bei der Eiergun. Sie macht zumindest schnellen Damage. Den Charge Shot muss ich zu lange aufladen. Die verpasse ich manchmal. Das hier geht schneller. Also zumindest manchmal. Manchmal geht er auch drüber. Ich hätte vielleicht die Cam woanders hinstellen sollen. Ist aber auch egal. Ist ja nicht so schlimm. Nein, ich hab gedasht. Ich schwöre, ich hab gedasht. Okay. Ich hab nicht gedasht. Was soll's? Und? Mir doch egal. Guck mich nicht. Nein, mir überhaupt nicht. Mir egal. Oh, nicht der Kack. Nein. Okay, der saugt mich erstmal ein und dann. Der saugt mich halt sofort aus. Der saugt mich sofort aus. So. Wisst ihr, was ich meine? So. Absolutes Trash-Game. Dash, dash. Hä, wie er rennt? Habt ihr gesehen? Er rennt immer so. Lol. Nein! Mann, ich. Scheiße. Was soll's? Mach mal die Bienengang. Komm. Der Aufwand ist es nicht wert. Der Aufwand ist es wirklich nicht wert. Okay. Ich konzentriere mich mal ganz kurz. Kurz locked in. Okay. Okay, einfach stehen bleiben. Ja, ja. Dashen, dashen. Nur wenn ich so mache. Und das ist eigentlich der Dash, aber er hat keine Dash-Animation. Also außer die, aber die wird nicht abgespielt, nur in der Luft. Auf dem Boden nicht, dann wird die Rennanimation abgespielt, warum auch immer. Okay, jetzt hab ich's. Komm, jetzt stirb bitte einfach. Komm, hau ab jetzt. Jetzt reicht's. Es reicht. Du bist Geschichte, Kollege. Damit haben wir diese Welt auch abgeschlossen. Warum mache ich immer den Farmstab? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Hey, geschafft! Yippie, yippie! Was würdest du wie mein Favorite Character von denen, den wir hier spielen können? Einfach weil der Custom Animation hat. Aber wir wechseln auch mal den Charakter ab und zu. Komm. Winter Mountains ist die letzte Welt und danach gibt es dann noch das Schiff. Spiel ich jetzt weiter? Ja, ein bisschen spielen noch. Night on Bald Mountain. Also eine Nacht auf dem kahlköpfigen Berg. Warum ist da Felix die Katze? Was zur Hölle? Oh nein. Ich muss jetzt killen. Oh nein, Felix! Ich will Felix nicht killen! Felix, nein! Pass auf, am Ende habe ich den Namen falsch. Das heißt eigentlich anders. Okay, die Hitbox ist aber gefixt worden, merke ich. Das ist aber cool. Mist. Digga, wie dumm das aussieht. Ah, hier brauche ich, glaube ich, den Bumerang. Ich glaube, der Bumerang ist hierfür gedacht für das Level. Ah, ja, warte. Ah! Au! Mhm. Warum werden die immer schneller? Warum werden die immer schneller? Danke, danke Spiel, danke Spiel. Nett. Wie macht man diesen Kampf? Den muss ich auch nachschauen. Den checke ich nicht, den Kampf. Den muss man auch nachschauen. Kann man Felix töten? Oder ist er. Ne, Felix ist auch einfach eine Hitbox. Das ist auch seine eigene Hitbox, okay. Ne, ich schaue euch nach. Ne. Ah, okay. Also. Folgendermaßen. Wir nehmen die normale Gun. Dann gehen wir am Rande von der Plattform und halten einfach X gedrückt. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel 5 Euro kostet? Und eigentlich illegal ist.
weil es so viel Sachen klaut. Habe ich schon erwähnt, oder? Habe ich erwähnt? Weiß nicht, habe ich es jetzt erwähnt. Ja, das ist der Kampf. Das war so ein ziemlicher Kampf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Gib mir mehr Vorschläge für Free-to-Spiele, die ich spielen kann. Am besten mehr Cuphead-Sachen, die mache ich auch gerne. Okay, sorgt beiseite, das ist nur die erste Phase. Die anderen Phasen habe ich mir noch nicht angeschaut, die sind wahrscheinlich anders. Hoffe ich? Obwohl, hoffe ich eigentlich nicht. Wäre einfacher für mich, wenn es nicht so wäre. Mist. Natürlich, lass mich treffen bei so einem Boss, ne? Natürlich, natürlich. So, nächste Phase. Zeig, was du drauf hast. Was machst du? Was zum Hey? Ach, die schießt. Warum ist das jetzt schon wieder ein Drittel des Kampfes? Ich check's nicht. Oder sogar mehr. Was ist das überhaupt? Ein fliegender Affe? Hat das nur an dem Geräusch gehört? Das klingt so wie Wuff oder so. Au! Ich glaube, es soll so ein fliegender Affe darstellen. Dann Felix, dann könnt ihr es sogar ignorieren. Der juckt nicht. Also gerade nicht. So, und jetzt vermute ich einfach nur drüber stampfen und hinter ihr bleiben. Ich schätze, ich muss einfach nur hinter ihr bleiben. Ich kann hier stehen. Crazy, ich kann im Hintergrund stehen. Das hat mir... Ey, Felix, Kollege, lass das bitte. Was soll der Müll? Warum schießt mich Felix ab? Und warum ist er so schnell beim Abschießen? Ja, danke Felix, danke. Genau, hau ab Felix, geh woanders hin. Danke, nur für mich, danke. Danke Felix. Hör bitte auf zu schießen jetzt. Felix, bitte. Felix! Letzte Phase. Na, der tanzt. Wieso tanzt er? Wieso geht's hier rückwärts? Ihr seht Felix gar nicht, oder? Der tanzt gerade so komisch. Was? Was passiert gerade? Was? Ich hab's nicht verstanden. Was? Ach, ihr seht die Hexe auch die ganze Zeit gar nicht, ne? Oh mein Gott, es tut mir so leid, die Facecam war so eine schlechte Idee für dieses Playthrough. Was macht Felix da? Seht ihr, wie er tanzt? So hat er vorhin auch getanzt. Aha, und jetzt fliegt er so hoch, alles klar. Ja, ach komm, leck mich, Felix. Was soll der Müll? Felix! Felix! Warum spiel ich eigentlich noch? Ich meine, I guess, der Schneeeffekt hier ist ganz nett gemacht. Das wirkt sehr eigen kreiert. Ich suche was Positives, damit ich weiterhin spiele für euch. Ja. Knapp. Ja. Felix, hör auf. Felix! Ach komm. Really? Ach, Junge, die zweite Phase ist so schwer. Die dritte habe ich gleich verstanden. Achso, ich muss die Bienengun immer in ihre Richtung halten, sonst schießt sie nicht. Okay, got it. Ah, Mann, das ist so böse. Ihre Attacken selber sind so böse. Weil, wie gesagt, wenn sie sich umdreht, dann schießt sie direkt in meine Richtung, während sie schon geschossen hat. Das ist so böse. Das ist richtig kacke gemacht. Aber so muss man einen bestimmten Boss besiegen, habt ihr gesehen. Richtig freaking dumm alles. Alles richtig, richtig dumm. Was passiert eigentlich jetzt? Ich hab's nicht ganz verstanden, was jetzt passiert. Sie moonwalkt ein bisschen, lacht die Wand an. Felix tanzt und lacht. Und jetzt zaubert sie die Tür auf. Dann fliegen Gegner herbei. Okay. Ja. Aber. Was zum. Ich habe gewonnen, aber. Ich habe jetzt nur gewonnen, weil ich hier schon. Weil ich so lange gebraucht hat dafür. Dass ich schon so viel Schaden mache. Ich hab's nicht verstanden. Magic Wand, die letzte Waffe. Okay, warum ist die so realistisch? A wand that shoots 3 stars in a spread formation. Short range with the best damage. Best damage? Das hört sich gut an. Best damage bin ich immer dabei. Dance of the Sugar Plum Fairies. Sugar Plum? Sorry? Oh, die Musik, ey. Oh, Mann. Okay, die tanzen ein bisschen rum.
Noch machen sie nichts. Haben sie was rausgeschossen gerade? Nächste Phase. Cool. Was kommt jetzt? Jetzt stoppt alles vom Himmel. Wie hässlich! Wie hässlich! Grottin hässlich! Sorry! Aua. Ja, die schießt nämlich super. Die schießen Zähne. Fliegt's runter jetzt? Nee. Hä? Was? Ich hab diesen Kampf überhaupt nicht. Was? Vor allem die erste Phase ist so schnell vorbei. Die ist so kurz. Da passiert gar nichts in der ersten Phase. Das war's schon. Das war die erste Phase. Zweite Phase. Ploppt irgendwas raus. Und die Dinger tun mir weh, okay. Am besten, während ich noch Dings habe, reinrennen in die Dinger. Was? 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 Ich glaube, ich habe jetzt einfach eine Taktik. Ich schieße einfach nur noch drauf mit meiner starken Waffe. Mal gucken, wie weit mich das bringt. Weil macht er richtig guten Damage, wie ihr sehen könnt. Das könnt ihr sehen. Macht er richtig guten Damage. Okay, erste Phase macht nichts. Zweite Phase ploppen die Dinger runter. Die hyperrealistischen Löwenzähne. Und jetzt schießen die mich mit Zähnen ab. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt kommt. Ja. Alles wegmachen kurz. Was jetzt? Was mache ich jetzt in der letzten Phase? Okay, die dashen immer da rein. Was? Okay. Cool. Kann ich die Löwenzähne überhaupt kaputt machen? Ich glaube, man muss sich hier treffen lassen, oder? Was macht das? Die Zähne. Achso, die schießen einfach irgendwann mal. Also Zähne und dann. Okay. Ah, danke. Aha. Letzte Phase. Ja, was mache ich denn jetzt? Hallo! Bumpf. Okay. Nicht okay. I would lock Santa in a box, locked up like four dogs, and let him suck my cock. Also der Boss ist extrem kurz, aber dafür auch so richtig konfus und schwer. Er ist einfach nur schwer, einfach kurz und schwer. Also komplett, bro was not cooking with this one. Der hat einfach aufgegeben, gefühlt. Was passiert jetzt? Oh! Nein, die machen es aber jetzt nicht die ganze Zeit, oder? Bloß nicht die ganze Zeit jetzt machen. Was seid ihr für ein Ah, cool, das kann ja einfach. Ja, klar. Okay, man muss einfach nur im letzten Moment springen, das war's schon. Und dann macht das ruhig öfter, ist okay, dann ist okay. Ja, dann ist okay. Ah, der Zahn. Oh. Hat geklappt. Ich hab noch zwei Leben. Noch. Ah, schade. Okay. Schmeiß mich wieder ab. Ja, tun sie. Der Zahn. Okay. Einfach drüber springen hat geklappt. Jetzt springt die aber auf mich drauf. Was nicht so schön ist. Actually. Machen die Ballerina jetzt? Ja. Okay. Schieße mich wieder ab. Dann bitte unten. Danke. Ich hab die Taktik. Nein, ich hatte die Taktik. Vielleicht habe ich sie noch. Nein, die gehen nach oben nochmal. Oh, vielleicht habe ich sie dabei. Ich hab eine Idee. Aber das Spiel hat absolut kein richtiges Difficulty Scaling. Von Level Scaling sein. Es hat kein Difficulty Scaling. Also, die ersten Bosse. Also zum Teil, nicht alle, aber manche der ersten Bosse können mithalten mit den hier. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Muss aufpassen. Sorry. Dreht ihr euch jetzt? Nein, ich mach nochmal die Attacke. Okay, danke. Na, von euch. Dreht ihr euch jetzt? Ja. Oh, Gott sei Dank. Nochmal? Ach, Mist. Ach du. Ja, Kacke. Dreht euch nicht nochmal. Niemals. Ja, dachte ich mir. Unlucky.
Bei dem Bosskampf muss einfach Glück haben, dass die Löwenzähne nicht kacke platziert sind. Das ist luck-based. Sonst hast du am Ende ein Leben weniger und das ist doof. Wenn der Programmierer das doch programmieren könnte, wäre das doch schön. Ah, zu früh. Drrring. Mhm. Okay, okay, drei Leben in letzter Phase. Geil, geil. Mhm. Sehr geil, sehr geil. Oh, ich hab die Strats. Schade, aber ich hab absolut die Strats jetzt. Immer im letzten Moment springen. Ich springe zu früh. Ja, Mist. Hab ich einen Fehler gemacht. Ja, ja! Ehrlich gesagt bin ich sogar froh, dass die Waffe, die ich gerade habe, keinen Lärm macht. Irgendwie ist das so was, es ist irgendwie was Entspannendes. Vor allem mit dieser, ich sag mal, etwas ruhigeren Musik. Ah, schade, schade. Zweite Phase wird so schnell wie möglich aus der zweiten Phase raus. Weil die das machen. Und das machen die gerne. Okay, die tanzen immer zweimal, dann schießen die mich ab. Okay, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Gar keine Partikel. Hey! Seit wann macht die das denn? Macht ihr sonst nie. Bullshit. Genau, jetzt schießt die, jetzt tanzt die zweimal. Jetzt schießt die. Okay. Oh Mann, ich bin immer so aufgeregt am Ende. Shit. Ach man, dann wieder der langweilige 1-Minute-Kampf am Anfang. Das ist so lächerlich. Jetzt schießen sie nochmal. Schön. Jetzt tanzen sie. Jetzt tanzen sie nochmal. Schön. Jetzt schießen sie nochmal. Man sieht es immer an dem Blick, dass sie schießen wollen. Jetzt tanzen sie. Nein! Oh, endlich, Alter. Der Kampf war so langweilig und nervig. Gott sei Dank, es ist vorüber. Yay! Wow! Ich spiele wahrscheinlich das Spiel jetzt noch durch, weil ich sonst gar nichts Besseres zu tun hätte oder so. Yippie! Komm, wie lange kann das schon noch gehen wohl, hä? The Mad Scientist! Ja, das werde ich bald sein, Alter. Werde ich herausfinden, wie ich meine verschwendete Lebenszeit wieder zurückbekomme. Was ist der? Ist der Mad Scientist? Wow! Junge, es sind immer die gleichen Skelette, ne? Die erste Phase ist halt mega simpel. Aber besser, als wenn du nach links und rechts rennen würdest die ganze Zeit. Was war das? Ich hab irgendein Teamgeräusch gehört. Was macht er jetzt? Die Fallgrube auf? Okay, was macht die? Was ist das? Wer ist das? Misfits. Was? I am alive? It's a failure! Failure night! No one's gonna save me from the beast about this life! You know the failure! Hä? Hä? Was zum... Letzte Phase schon? Oh. Oh, ernsthaft? Letzte Phase? Rennt noch mal nach links und rechts? Really? Really? Der Kampf war richtig cool und dann... Dann rennt nur noch links und rechts am Ende. Ich bin ehrlich, ich bin enttäuscht. Bin enttäuscht. Ich hab mehr erwartet. Aber hey, first try. Eine schöne Abwechslung. Guck mal auf das Licht und nicht in die Linse rein, ich bin dumm. Da ist ja sonst mehr, hoffentlich nicht. Kein mehr, weil ich hab auch schon alle Waffen. Na egal. Okay, sind wir jetzt durch? Sind wir am Ende jetzt? Kann ich hinten den... Ja, okay, Gott sei Dank. Komm, schwör noch mal zum Ende. Mickey Mouse, Wunderhaus, Hall of the Mountain King. Hatten wir es schon? Hä? How about handing me my glasses? Ich geb dir keine Glasses, Alter. Wieso sieht das so aus? Und natürlich... Alter, seht ihr die Leisten oben?
drei Viertel des Kampfes oder zwei Drittel des Kampfes ist einfach nur das hier. Oh, ich verstehe warum, wegen der Musik. Oh Junge, ernsthaft, wegen der Musik. Der langsame Aufbau des zu einem krassen Kampf. Ich schieße kleine Sternchen in seinen Po, seinen Po. Ich schieße kleine Sternchen in seinen Po. Ich schieße kleine Sternchen, kleine Sternchen, kleine Sternchen. Ich schieße sie ganz gern in seinen Po. Ja, ich tu das sehr gerne. Ich schieße gerne komische Eismenschen ab mit kleinen Sternen. Und vor allem schieße ich die ganz gerne in den Po. Ich bin komplett off sync, aber egal, ich schieße ihm trotzdem gerne in den Po. Und jetzt mag er das aber langsam nicht mehr. Jetzt wird der immer schneller und wütender. Er ist gleich aber tot, ich muss nur noch aushalten. Was zur Hölle? Die Wand ist ja eingefroren, oh mein Gott, sich das jetzt... Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss ihn ganz schnell besiegen, bevor ich hier wirklich jetzt noch verkacke. Das wäre ziemlich peinlich und ziemlich cringe. Es ist einfach nur wie der Wolf, der pustet. Er ist einfach genauso wie der böse Wolf. Er kann nichts, aber trotzdem. Er hat noch eine letzte Phase. Er hat noch ein Ass und Ärmel. Was wird es sein? Wird er jetzt dashen oder was wird es sein? Ist ein Vogel? Er spawnt kleine Vögel, die schieße ich auch gerne in den Po. Ich schieße kleine Vögel gerne in den Po. Ich schieße den auch gern auf den Schabel. Auch gern auf den Schabel. Und ich bin fast tot. Bitte, aber er doch auch. Wo war der Drop am Ende? Jetzt bin ich enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Oh Mann. Ja, also der Boss war nur von der Musik her sehr abgestimmt, aber ganz ehrlich, wenn ich den Boss hätte neu machen müssen, ihr hättet noch mehr von mir gehört. Machen wir weiter mit dem letzten Level vor dem Endboss. A Christmas Carol. So ein Standard-Weihnachtsfilmtitel. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Warum bewegt er sich so dumm, dumm? Wie dieses eine Meme. Wisst ihr, welches ich meine? Don't make me put you on my naughty list. Nein, nicht die Naughty List, Santa. Nicht die Naughty List. Aber warum hat Santa so eine extrem riesige Hitbox? Seht ihr das? Seht ihr das, wo die schon aufhören? Seht ihr das, wo die Sterne schon aufhören zu schießen? Ja, ich weiß nicht, wo ich stehen muss. Ich weiß nicht, wo stehen muss. Er rennt in der Ecke nur lang. It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. It's Christmas. Oh. Gib mir die Eiergang. The Christmas spirit is alive in us all. Danke, Santa. Ich appreciate das. Ist das Stille Nacht, Heilige Nacht? Oder wie immer das Lied heißt? Ist es die Musik hier? Jolly old Saint Nick hier! Heilige Nacht, nein? Kennt ihr das überhaupt? Lass es mich wissen. Alter, Junge, seine Hitbox ist broken! Seine Hitbox ist absolut broken. Er macht ja nicht mal Damage! Das Ding ist, seine Hitbox ist die von seinem Angriff. Was das denn? Christmas Spirit. Ich hab keine Ahnung, wie man gegen den vorgeht. Ne, keine Ahnung. Ja, was mach ich jetzt? Bin ich tot. Cool, danke. Danke, Santa. Danke. Dass du uns beibringst, aufzugeben. Danke, Santa. Ne, ich guck das nach. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scheinbar ist er nur bei mir so verbuggt. Das sollte so nicht sein. Aber ja. Es soll wohl eigentlich nicht so sein, aber ist es halt bei mir. Cool, meine Version ist verbuggt. Hä? Was mache ich jetzt? Toll. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich muss rüber, Mann.
Ich muss rüber. Was soll ich machen? Nein, jetzt. Die kann man nicht besiegen. Der ist gerade komplett tot verbuggt. Wie gesagt, meine Version ist komplett verglitscht. Das Einzige, was ich probieren kann, ist genauso zu spielen wie der Typ im Video, der es durchgespielt hat. Der spielt nämlich die ganze Zeit nur mit der Gun hier. Ja, was eine Scheiße, Digga, ich hasse es. Junge, und dann war ich kurz davor, das Spiel durchzuspielen, dann habe ich einen unmöglichen Bosskampf. Maybe, komm schon, nächste Phase. Nein, komm schon, nächste Phase, ja. Komm, nächste Phase. Zumindest nächste Phase. Nein, er rennt in meine Richtung. Sonst würde ich das einfach anders spielen, muss man immer in den Rand gehen. Schaut mal, ich hab's. Man muss immer am Rande stehen, dann geht er nämlich weit genug, dass man rüberspringen kann. Oh mein Gott, man kann ihn doch besiegen. Aber trotzdem ist meine Version verbuggt, eine viel größere Hitbox, als eigentlich sollte. Was? Wie Christmas Magic? Ich wurde weggeschoben. Ey, das funktioniert wirklich, die Taktik. Immer am Rande stehen oder halt hier hinter den Bäumen. Oder vor den Bäumen, besser gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Na, ja, geil. Oh. Okay. Kannst du aufhören, das Ganze zu sagen? Kannst du bitte aufhören zu reden? Er kommentiert jetzt für mich. Hab Pech. Ja, Rudolf, komm! Habt ihr jetzt a little bit of Christmas magic? Komm hier, Rudolf! Ja. Jetzt kommt er. Ah, Mann, spring doch! Ah, Gnoblin. Armer Gnoblin. Armer Gnoblin. Ja, okay. Ich wurde als. Ah, ja, ich wurde als. Rudolf ist doch schon. Present? Fistfight, Alter. Perfect present, Fistfight. Nee. Oh mein Gott, das regnet Bomben. Das war Botokill mit Aggro. Oh no. Oh, aber lieber sowas als das, was wir in der ersten Phase hatten, Alter. Das war der schlimmste Links- und Rechtskampf von allen bisher. Also von Links- und Rechtskampf eigentlich. Ja, ihr wisst, was ich meine. Was? Warum hast du uns eigentlich Santa Claus? Warum hast du uns eigentlich? Warum kämpfen wir gegen ihn? Kann das einer sagen? So peitschst du auch deine kleinen Zwerge aus, oder? Aber die Phase hier ist von der Kreativität eigentlich ganz cool. Rudolf! Hallo, wie oft noch Rudolf? Rudolf! Man kann über ihn rüber springen. Man kann über Rudolf rüber springen. Wie gesagt, ich finde die Idee hier ganz cool. Aber er labert zu viel. Er labert mir viel zu viel. Happy Julian, das war's dann, es gibt heute dieses, es gibt dieses Jahr keinen Adventskalender mehr, denn Santa hat's verkackt. Wegen ihm kriegt ihr kein, jetzt ist vorbei. Sag ich ja. Also keine Ahnung, aber ja. Ich sehe schon die ganzen Likes, die ganzen Views mit diesem kranken Game. Ach komm, weiter. Okay, komm. Final Boss, komm. Auf zur Main Map. Es wird Zeit. Ne, das haben wir gerade gemacht. Jetzt können wir zum Final Boss. Wer ist es? Es ist Steamboat Willy mit dem Ausrufezeichen. Einmal noch tun wir dir weh. Jetzt schaffen wir den Kampf. Komm. Da ist er. Carlos. Er hat uns die ganze Zeit verfolgt. Nein. Das ist kein Boss Rush jetzt, oder? Er hat aber drei Phasen nur, hä?
Es ist ein Bosswash, oder? Ich glaube, es ist ein Bosswash, Leute. Och nö. Komm, ich wollte das Spiel jetzt durchspielen, damit ich es endlich hinter mir habe und jetzt kommt da noch sowas an. Okay, noch läuft's gut. Ich muss nicht rumheulen. So schwer ist es ja gerade gar nicht. Gerade. Und die Pilze unter mir, die spawnen immer noch nicht. Sehr gut. Das immer noch nicht gefixt. Sehr gut. Ah, war klar. Ja, nice. Okay, erste Phase vorbei. Was jetzt? Mehr Schaden. Oh nein, was passiert jetzt? Hä? Er schon wieder. Hä? Blitze. Nein, nicht sie. Hey, es kommt aus dem Nichts. Hey. Was? Jetzt sind wir überfordert. Ich bin überfordert diesen Kampf. Ah, da macht doch Sound. Aber es ist so leise. Wenn man spammt, macht's. Okay, erste Phase ist wirklich nicht schwer. Es dauert nur lange. Ah, sag ich in der Lüge. Mann, ich hasse sie. Sie ist so schrecklich. Ja, aber geil. Richtig geil getimed, Mann. Geil. Richtig schön, wie das immer getimed wird hier, die ganze Kacke. Habt ihr schön gemacht. Schön programmiert. Danke, Mann. Ist immer perfekt getimed, dass ich nicht überspringen kann. Geil. Liebes. So ein guter Kampf. So ein geiler Bosskampf, Alter. Das ist der Final Boss, Freunde. Soweit ich weiß. Oh mein Gott, ich kann drüber. Ah, geil. Absolut geil. So, tot. Letzte Phase. Er stürzt ab. Verpiss dich. Kitchen. Warum steht da Kitchen? Aber wir sind hier im Tutorial. Das ist ein Tutorial, oder nicht? Das kann ich voll wissen. Der fucking Pilz. Oh mein Gott, knapp. Ach komm, der Pilz da unten, unter der Boden, unter dem Boden, Alter. Ja, komm, Alter. Warum ist die Plattform in der Mitte eigentlich transparent? Warum? Warum, geil. Digga, es ist schon so spät. Ich wollte noch ein Video hochladen heute. Sehr gut. Ich zock zu viel, Alter. Sorry, ich zock gerade Peak. Ich kann gerade nichts hochladen. Game ist absolut Peak, Alter. Von diesem Genre. Hundertprozentig. Sehr, sehr sicher. Auf jeden Fall. Soll jetzt oben bleiben? Ja, weil das wieder passiert. War klar. Soll die Ballerina angreifen. Und ausweichen. Ja, ich pick dir einfach schon, wann rüber geht. Ist immer so einen relativ gleichen Abstand. Von daher, ja. Ja, doch, das klappt. Okay, das klappt. Fast ist zwar extrem böse, aber es klappt gerade. Jetzt nicht mehr. Nee. Richtig böse. Darf ich die auf mich hin? Nee, okay. Hau ab. So, jetzt kommt er von oben, ne? Ja, da ist er. Was macht er? Was? Bullshit? Alkoholbetrug! Nein! Hä? Oh, ich hab keinen Schaden genommen! Oh, sehr gut! Sehr gut! Okay. Konzentration. Bin full life. Ja, geil. War klar. Wieder so ein schlechtes Timing wieder. Geil. Okay, jetzt. Ja, sehr gut. Okay, weniger als die Hälfte. Also generell auch diese Phase. Scheiße. Stirb einfach bitte. Oder stirb auch nicht. Ist auch okay. Das gefühlt immer fast immer das gleiche. Ich hab das Gefühl. Alle Runs sind super ähnlich. Oh mein Gott, knapp. Ich glaube, ich muss auch nur dreimal machen, ne? Dann ist sie schon tot. Right? Ich glaub schon. Ich meine, die Idee ist ja ganz cool, diese zu kombinieren, aber. Hätte man besser lösen können. Ja. Und dead. Aber ich werde getroffen, weil es geht auch so lang und weiter. Egal, kann ich zumindest ein bisschen Damage machen. Wenn er sie hier rumchillt. So, hau ab. Bist dich alle. Da ist er. Ja, was soll man da machen? Ducken. Was? Ich guck das lieber nach. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, die ganze Zeit das gleiche zu machen. Hey, guess what? Wollt ihr wissen, wie man den letzte Phase ausweicht? Wollt ihr raten? Man kann dem ausweichen. Pixel perfect. Kann man dem ausweichen.
Aber die beste Taktik ist, behalt einfach all deine Leben. Und versuch schon vorher ganz viel Damage zu machen. Um die Phase schnell so möglich zu skippen. Also das Ende zu skippen. Ja. Cool, was? Ungefähr so. Aber die ganze Zeit deine ganzen Beleben behalten. Für die letzte Phase. Ja. Nein! Ich wusste nicht, dass sie so schnell dasht. Das ist vorbei, oder? Eins, zwei, jetzt! Nein. Eins, zwei, jetzt! Noch einmal! Eins, zwei, jetzt! Nein, das war so traurig, so glas! Nein! Oh, so close! Ach, Mano! Ach, was ein Kack, ey, ehrlich. Okay. Und da ist neu. Wenn ich beide gleichzeitig angreife, mache ich dann mehr Damage? Warum sieht Mickey Maus Hose aus wie das Discord-Logo? Jetzt könnt ihr es nicht mehr anziehen. Was? Bin wach. Was hittet mich da? Es ist immer übrigens das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Also Muscle Memory sollte mir hier raushelfen. Hoffentlich. Maybe. Ich brauche eigentlich eine Pause. Ich will es aber jetzt für euch durchspielen, damit ich es durch habe. Was? Nein, der Pilz! Ich brauche eine Pause, ich brauche eine Auszeit. Ich habe auch nichts gegessen heute. Bisschen nur getrunken. Ich brauche eine Auszeit, Alter. Ich zock das viel zu lang gerade. Ich zock das länger, als jeder vernünftige Menschenverstand es sollte. Ja, okay, jeder vernünftige Menschenverstand würde das Spiel nicht mehr anfassen, aber trotzdem. Warum juckt es mich überhaupt, dass ich ja 100% mache, Alter? Für Content. Nur für Content. Oh, der Pilz! Oh mein Gott. Ich hab grad dran gedacht. Hey, die sind beide da! Oh, jetzt sind wir. Okay, geht. Es regnet draußen sehr stark. Jetzt ein Donner. Ein Gewitter hier. Gewitter in meinem Kopf, Digga. So, bye-bye jetzt. Nein, die Dash! Ich hab's vergessen! Kannst nicht ausweichen, geht nicht. Also doch kannst du, aber. Nein, ich muss nochmal. Eigentlich ist meine Zeit fürs Aufnehmen schon längst vorbei, aber wisst ihr was, ich mach trotzdem. Ich will jetzt den Final Boss hier endlich durchspielen. Ich will es jetzt. Mann, mein Maul! Jetzt nur noch dran denken. Muss nur noch dran denken, gleich der Dame auszuweichen. Die ich gerade abschieße. Wenn ich ihr gleich nicht ausweiche, habe ich verloren. Wenn ich ihr ausweiche, habe ich eine Chance. Und ich muss jede Chance nehmen, die ich bekomme. Also komm schon. Okay. Nein, warum? Warte, ich kann aber richtig viel Damage machen. Hey. Oh mein Gott, ich hab richtig viel Damage gemacht. Vielleicht ist das ein guter Austausch? Das ist ein Trade-off? Nein. Ja, was passiert ist? Okay, cool. Doppelten Damage vielleicht? Jetzt, wo beide da sind? Ne? Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ich glaub, sowas gibt's hier nicht. Ach so. Das war viel zu knapp. Ey! Hallo!
mein Controller ist leer. Ich kann nicht weiterspielen, mein Controller ist leer. Okay, Controller ist aufgeladen. Nächster Tag, ich spiele weiter. Au! Da, oh, okay. Warum ist auf seiner Box, ich merke das jetzt, warum ist auf seiner Box ein Quallenfisch drauf? Seht ihr das? Das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Was zur Hölle? Digga, warum springst du so hässlich, dreckiger Witz? Was so? Den da oben kann man übrigens auch angreifen, aber ich sehe da keinen Nutzen drin. Okay, schön, ich habe alle drei Leben noch am Ende. Aber meint? Hab ich nicht, aber ich mache richtig viel Damage. Der Ausgleich? Ist das der Ausgleich? Muss exakt genauso spielen wie gerade, nur dass ich mich am Ende nicht einmal treffen lassen darf. Es war halt sehr unlucky, aber eigentlich ist immer alles das gleiche. Ich muss alles nur auswendig lernen hier. Mehr oder weniger. Ja. Der Kampf ist super ähnlich, jeder Run. Wie auch die Pilze schmeißt, ist fast immer dasselbe. Nicht immer, aber fast. Fast immer dasselbe. Gibt immer so ganz kleine Unterschiede, glaube ich. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich immer so ein bisschen was anderes mache in jedem Run. Guck, der kommt immer der Pilz runter. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, dass es immer gleich ist, wie ich hier spiele. Wenn ihr darauf achtet, welches so eingeschnitten habe, keine Ahnung. Hä, wieso ist der, jetzt schon tot? Oh mein Gott, was? Gerade rede ich davon, dass alles gleich ist und ist alles anders. What the hell? Ich habe zu viel Damage gemacht, lol. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Richtig viel Damage, richtig viel Damage. Schön, schön. Das will ich sehen. Oh mein Gott, war das knapp. Aber ich hab's drauf, ich hab die Strats. Maybe is this the run? Oh mein Gott, ich hab nicht gedasht, ich hab mich nicht getraut. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, jetzt spiel ich wieder ein bisschen anders. Aber vielleicht ist es besser, vielleicht anders besser. Nein, die Dash! Ich hab vergessen, dass der so schnell ist. Das ist vorbei. Du musst den Kampf perfekt machen. Das ist so ein Kampf, den musst du perfekt machen, sonst ist es vorbei. Am Ende wirst du immer zweimal getroffen, wenn nicht sogar dreimal, je nachdem, wie gut du dich vorher angeschlagen hast. Ob du schon vorher schon gut Damage gemacht hast oder nicht. Der Pilz! Okay. Ja, die dashen immer, die dashen immer. Wenn es zu dir Zeit ist, abzuhauen, dann dashen die jetzt an einem blöden Grund. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ich mach's aber auch spannend. Tatsächlich ungewollt. So, denk dran, die dasht jetzt. Ach du Scheiße, ist dein Ernst? Sie bleibt noch ein bisschen. Oh mein Gott, so lange ist sie noch nie geblieben. Aber das reicht nicht, das reicht trotzdem nicht. Das reicht absolut nicht. Ich hab's trotzdem! Er ist tot! Yes! Es ist vorbei. Ich hab's geschafft! Finally! Und jetzt noch die Endings-Cutscene. Oh, die Credits sind einfach nur. Oh. Oh. Da geht aber was ab. Okay, und was mit der. Ich find's super, wie die Texte im Hintergrund so richtig low quality sind. Gefällt. Wolfgang Amadeus Mozart. Danke an Wolfgang Amadeus Mozart, dass er diesen geilen Sound für dieses Spiel gemacht hat. Ich bin total glücklich, danke schon dafür. An Beethoven, Ludwig van Beethoven, danke auch an dich, dass du das Soundtrack gemacht hast für dieses Spiel extra. Ja, ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, okay, was an diesem Spiel falsch ist.
Die Ideen sind cool. Ich fange mit dem Positiven an. Die Ideen sind cool. Manche Ideen sind cool. So, manche Ideen sind cool. Das Gameplay ist spielbar zu einer gewissen Art und Weise. Es ist durchspielbar, aber man hat ja gesehen, ich habe es durchgespielt. Ohne Cheat, sonst was. Wie sage ich das? Jetzt mal zu den schlechten Sachen. Die Grafik ist entweder getraced oder ist einfach nur aus dem Internet runtergeladen und reingeklatscht. Irgendwelche Cliparts oder irgendwelche kostenlosen Bilder. Es wirkt halt super schlecht. Der Code ist nicht super gut. Die Hitboxen von manchen Charakteren, zum Beispiel Santa, ist viel zu riesig. Die Hälfte der Bosse hat mindestens eine Phase, wo er einfach nur das hier macht. Er geht von links, dann nach rechts, dann von rechts, dann aber nach links. Und das war's. Das ist extrem unkreativ und langweilig vor allem. Bei manchen Bossen war es ganz okay, bei anderen Bossen war halt nicht mehr, ah, okay, es ist wieder so ein Noob-Boss, der brannt eh nix. Und, ja, Musik ist auch einfach nur, ne? Passt überhaupt nicht. Das Spiel wäre gut, hätte es eigene Grafiken, geremixte Musik, oder eigene Musik am besten sogar. Und, bessere Programmierung. Also einfach das ganze Spiel High-Budget. Wäre eine coole Idee gewesen. Hätte was werden können. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung wissen in den Kommentaren, was ihr zu dem Spiel denkt. Ob ihr auch so positiv oder so negativ seid wie ich. Oder ob ihr ganz anders seid. Vielleicht hasst ihr dieses Spiel. Vielleicht denkt ihr, hey, das Spiel ist doch eigentlich voll cool. Was laberst du? Keine Ahnung. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und hier nochmal zum Beweis. 100%. Wir haben sogar das Bonus-Level gemacht. Ich bin durch mit dem Game. Ich muss nie wieder spielen. Außer sie machen Bonus-Boss. Wenn ihr nochmal sehen wollt, dass ich hier Bonus-Stuff mache, so wie Oswald. Ich mag Oswald, das ist lustig. Dann lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten... Dann sehen wir uns beim nächsten Indie-Game wieder. Bis dann. Ciao.